Moinsen, was geht ab? Willkommen zu einer kleinen Roundup. Bremen möchte Vorreiter in Sachen Cannabis-Legalisierung sein und plant deswegen momentan einen Modellversuch für die Region. Wie genau allerdings dieses Modell in der Region aussehen könnte, weiß man in Bremen noch nicht genau. Denn bevor dieser Versuch überhaupt starten kann, muss dieser erst einmal auf Bundesebene erlaubt werden. Und die Voraussetzungen dafür sind ziemlich hoch. Es muss zum Beispiel klar definiert sein, wo man diese Substanzen kaufen kann, in welchen Mengen man diese Substanzen kaufen kann und welche Personengruppen diese erwerben dürfen. Wichtig ist außerdem, dass nur kontrollierte Ware tatsächlich auch in den Einzelhandel kommt. Und das könnte beispielsweise bedeuten, dass nur bestimmte Sorten überhaupt erlaubt sind. Mit diesem neuen Modell möchte man vor allem den Jugendschutz stärken. Viele Befürworter der Legalisierung von Cannabis meinen ja, dass Jugendschutz mit dem aktuellen System überhaupt nicht möglich ist. Ein Vergleich, der da gerne genommen ist, ist der zu Alkohol. Für viele Jugendliche sei es schwerer, an hochprozentigen Alkohol zu kommen, als an Cannabis. Die Gegenseite sieht das natürlich komplett anders und meint, dass mit einer Legalisierung bzw. mit so einem Modell der Jugendschutz nicht gesteigert werden würde. Wann man mit dem Start dieses Modells rechnen kann und ob es überhaupt zustande kommen wird, das kann man in Bremen momentan übrigens noch nicht sagen. Der Wille ist jedoch da. Übrigens, in Bremen setzt man sich auch dafür ein, dass jegliche Drogen entkriminalisiert werden. Statt Strafverfolgung fordert man, den Süchtigen zu helfen. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und ein sehr ausführliches. Deswegen habe ich euch mehrere Artikel zum Nachlesen und auch einen TV-Beitrag nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Was sind hierzu eure Meinung, Gedanken? Lasst es mich gerne wissen in den Comments. Und jetzt, liebe Freunde, habe ich ein Anliegen in eigener Sache. Heute ist tatsächlich mein 30. Geburtstag und ich habe mir gedacht, an diesem Tag muss etwas ganz Besonderes passieren. Also habe ich heute einen neuen YouTube-Kanal gestartet. Und ich habe einen Wunsch und ich hoffe, dass viele mir diesen Wunsch erfüllen. Klickt gerne mal den Link an, schaut euch das erste Video an und entscheidet, ob ihr auch diesen YouTube-Kanal abonnieren wollt. Ich habe sehr viel vor mit dem neuen Kanal und ich hoffe einfach, dass viele von euch da auch Bock drauf haben und mir auf dieser neuen Reise folgen. Keine Sorge, das wird kein Halligalli-Fun-Comedy-Kanal. Aber um zu wissen, was euch auf diesem Kanal genau alles erwartet, dazu klickt ihr jetzt bitte den Link unten in der Videobeschreibung an oder oben im i. Danke, danke, danke an jeden Einzelnen, der da tatsächlich draufklickt. Das bedeutet mir extrem viel, wirklich. Und jetzt gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal auch noch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Bis dahin, euer Phil, ich bin raus. Peace and out.